Steimer mit dem Fahrrad zum Bezirksamt Treptow, nee, Rathaus Treptow, Neukölln. Ihr müsst das noch aufsetzen. Köpenick. Aber Köpenick, danke schön. Köpenick, ich habe schon ganz vergessen, wo ich wohne. Aber ich lasse mich auch manchmal mit einem Audi, mit einem fetten Audi und Chauffeur, das wurde mir zumindest berichtet, man hat mich schon gesehen. Also ich lasse mich manchmal auch mit einem fetten Audi vors Rathaus vorfahren, wenn die richtigen Leute da sind, brauche ich nämlich einen Chauffeur. Ich weiß nicht ganz verwirrt, ob diese Geschichte stimmt. Ich komme also aber eigentlich doch eher immer mit dem Fahrrad. Ich lebe hier in der Nähe. Ja, da geht's schon los, das gefällt mir. Und ich kaufe mit meiner Frau manchmal auch der LPG ein. Wir haben relativ viel Geld, aber wir sind auch genügsam. Also ich als Sozialdemokrat, das muss ich Ihnen hier nochmal sagen, freue mich auch, dass Sie alle hier sind und die soziale Komponente dieses Ereignisses begrüße ich sehr, auch dass die Nachbarn da sind und sich noch am demokratischen Willensbildungsprozess beteiligen. Und ihr müsst noch lange durchhalten, sage ich euch. Ne? Und allein Ihr Anliegen ist etwas spät. Wir haben das Ganze schon beschlossen. Die A100 wird natürlich gebaut, weil die Wirtschaft das so braucht und weil sie das will. Ich als A100-Befürworter, ich kann eigentlich auch nur Vorzüge erkennen. Beispielsweise die Beamten des Bundeskriminalamts können so direkt auch schnell an- und abfahren. Und unser allseits beliebter Bürgermeister, hier geht's ja los, meine Damen und Herren, des Berliner Flughafens wird ja natürlich 2019 hier den Flughafen endlich mal eröffnen. Und in diesem Zeitraum wird es dann so sein, dass die Piloten auch schnell hierher kommen müssen. Da hinten versuchen wir dann noch Eigentumswohnungen rauszukreieren. Diese Häuser stören dann natürlich. Wir brauchen die Abfahrt. Wir möchten auch gerne die 18 und die 16 auch noch abreißen, weil wir möchten hier einen Zubringer machen. Das ist notwendig, weil es nämlich sonst dort hinten zu sehr verstopft. Wir müssen eine Verkehrsentlastung bringen. Also die Häuser hinten, die glauben ja, sie sind sicher. Wir machen das immer scheibchenweise, wie in der Sozialdemokratie üblich. Immer scheibchenweise, dass die Leute sich nicht zusammentun und wehren, sondern immer ein Stück vereinzelt sind. Deshalb machen wir erstmal eins nach dem anderen. Und wir von den Sozialdemokraten, wir haben natürlich ein soziales Programm. Wir stehen dazu, und das sollten Sie auch in der Europawahl bitte beherzigen, wir stehen dazu, wir sind für das Recht auf Wohnen. Nur, das sollte man auch sagen, nicht an jedem Ort und nicht zu jeder Zeit, das ist sehr wichtig. Denn die Steuerzahler soll es ja durchaus geben. Die wollen ja natürlich auch nicht über Gebühr beansprucht werden. Wir stehen schon zu dem Solidarprinzip, aber es muss auch eine gewisse Grenze haben. Und in dem Sinne würde ich dann auch sagen, man muss auch mal woanders hinziehen können und sich seinen Lebensraum neu schaffen können, auch wenn man es nicht unbedingt bezahlen muss. Nun 60 Euro mehr im Nachbarviertel, das soll ja doch wohl machbar sein pro Monat. Ja, was ich auf keinen Fall begrüße, ist sozusagen die Untergrabung. Sie können mir noch folgen intellektuell, ja? Ja, also ich hoffe, Sie haben studiert, nicht wahr? Also, was ich noch sagen wollte, also was wir ein bisschen problematisch finden, ist, wenn Sie sozusagen die Ordnung unterlaufen und sozusagen glauben, Sie müssen sich außerparlamentarisch zusammentun mit anderen Gruppen. Davon würden wir dringend abraten. Ich würde Sie gerne zur BVV einladen. Ich bin ein rhetorisch geübter Redner und rede alle an die Wand und kriege jede Bebauung durch. Und das könnte auch ein Job für Sie werden. Es kommen natürlich nie immer alle durch, aber ein Teil kommt einfach durch und ich bin durchgekommen und ich profitiere davon und Sie profitieren letztlich auch davon und ich bedanke mich natürlich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Frau Richter, bitte ans Mikrofon. Frau Richter, bitte. Das ist aber schon lange her.